22:3 Siege in der Bundesliga. Eine wahrhaft beeindruckende Bilanz natürlich von Ding Song in der laufenden Saison. Und die Zuschauer waren gespannt auf den Vergleich mit der Nummer 1 der Weltrangliste. Die internationalen Meisterschaften, die Turniere und die hohe Belastung, die ist auch der Hauptgrund für seinen Abschied aus Düsseldorf zum Saisonende. Samsonov geht ja nach Charleroi in Sydney. Und außerdem, das weiß man, gibt es auch für einen Topstar wie Samsonov in Belgien gutes Geld zu verdienen. Nicht in den Kleidern stecken. Ding Song, muss man zugeben, war im ersten Satz doch weitestgehend der bessere Mann. In dieser Phase der Partie hatte er alle Vorteile. Ligaspieler im ersten Parkreuz, beeindruckend. Ja, im Doppel war es ein Satz mit X, nämlich war wohl nichts, aber davon erholte sich Jörg Roskopf ganz, ganz schnell. Im ersten Satz, da beherrschte er nämlich seinen Gegner klar. 21:15 für Roskopf, der sehr aggressiv spielte, fast alle längeren Ballwechsel für sich entscheiden konnte. Ding Song kam kaum einmal dazu, seine gefürchteten, knallharten Vorhand-Topspins anzubringen. Ein bisschen wurde das anders im zweiten Satz. Der Chinese, besonders in der Anfangsphase, der bessere Mann. Er kam auch jetzt besser klar mit den Aufschlägen seines Gegners. Hervorragende Ballwechsel, das eben war ein Beispiel. Es war ein wirklich hochklassiges Match jetzt in dieser Phase. Jörg Roskopf musste aber feststellen, das war nicht mehr der Ding Song, den er kannte aus dem ersten Satz. Große Leistungssteigerung des Mannes aus Frickenhausen. Gegenüber, und dann begleitet er die Aufschläge noch mit einem energischen Fußstapfen. Also eigentlich regelwidrig, aber welcher Schiedsrichter in der Bundesliga nimmt da Anstoß? Ich kenne bislang keinen. Zweiter Satz, also eine Angelegenheit für Ding Song. Wir sind im dritten Durchgang, 14:8 jetzt, die Führung für Ding Song. Man weiß ja von ihm, er braucht immer eine gewisse Anlaufzeit, aber wenn er dann mal in Schwung ist, der 28-jährige Chinese, dann wird es ganz, ganz schwer für alle Gegner. Die Bilanz von 22:3 in der Bundesliga, die spricht Bände. Ja, dieses Spiel kennt man ja eigentlich mehr von Roskopfs Mannschaftskollegen Koji Matsushita, aber dieser Mann beherrscht das mindestens genauso gut und er ist vor allem im Angriff doch um einiges stärker als Matsushita. Deshalb wird er zu Recht wohl als bester Abwehrspieler der Welt bezeichnet. Auf der roten Schlägerseite spielt Ding Song mit den kurzen Noppen. Die Bälle kommen. Ja, das mag man kaum glauben, dass er auch noch solche Bälle zurückbringt. Ding Song, Krishan völlig überrascht, reagiert kaum noch nach diesem Kantenball vorher. Das Ganze ist unkalkulierbar geworden für Krianga, deshalb viel, viel schwerer für ihn. Und Ding Song spielt diesen Streifen weiter.
Song.